Nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Dr. Gottfried Curio. Herr Bundeskanzler, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat im ZDF erklärt, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Hierzu betont Staatsrechtler Lindner von der Uni Augsburg, Haldenwang habe, Zitat, bei öffentlichen Äußerungen das Gebot der politischen Neutralität zu beachten. Verfassungsrechtler Böhme Nestler von der Uni Oldenburg sagt, Zitat, Haldenwang überschreitet seine Kompetenzen ganz klar. Seine Aufgabe ist zu beobachten, Material zusammenzufassen, den entsprechenden Stellen zur Verfügung zu stellen. Dass der Verfassungsschutz aus politischen Gründen agiert, wäre verfassungswidrig. Und der Inlandsgeheimdienst dürfe sich, Zitat, von der Politik nicht instrumentalisieren lassen. Finden Sie es in Ordnung, einen derart unangemessen, nicht objektiv agierenden Beamten noch im Amt zu belassen? Oder ist es Ihnen als Mitglied einer SPD, die in aktuellen Umfragen 2% hinter der AfD liegt, sogar ganz recht, dass Haldenwang einen politischen Mitbewerber fernsehöffentlich im Wege des Amtsmissbrauchs angreift? Herr Haldenwang ist ein objektiver, unabhängiger Beamter, der seine Aufgaben wahrnimmt, wie es das Gesetz und das Grundgesetz vorschreibt. Und ich will ausdrücklich sagen, natürlich gehört zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes das Beobachten, das Berichten und das öffentliche Sprechen über die eigenen Erkenntnisse. Das sind auch die Dinge, um die es dann da geht. Und ansonsten bin ich ganz zuversichtlich, Sie werden bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden als bei der letzten. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Die Ministerin sagte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts, der Rechtsextremismus sei deshalb die größte Gefahr für die Demokratie, weil er sich gegen die demokratische Grundordnung richte, wörtlich, das tun die anderen Extremismusformen eben nicht. Dabei besagt das Verfassungsschutzgesetz, dass die Behörde nur Bestrebungen beobachtet, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Als Definition von Extremismus. Finden Sie es in Ordnung, wenn der Bundeskanzler eine derart inkompetente Innenministerin im Amt belässt? Oder passt so jemand einfach zu dem wie beschrieben agierenden Haldenwang? Ich will noch mal ausdrücklich sagen, dass die Arbeit sowohl des Verfassungsschutzes und als auch der Innenministerin wirklich tadellos sind in dieser Frage. Und sie sind sehr engagiert, die Gefahren für Demokratie durch den rechten Extremismus, wie übrigens auch den linken Extremismus, sehr klar zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Tendenzen, die unsere Verfassungsordnung bedrohen, auch angesprochen werden und dass wir alle unsere Möglichkeiten nutzen, die Verfassung zu schützen. Und deshalb gehört das Beobachtung auch von Bestrebungen innerhalb von Parteien, die unter das Rechtsextremismuskriterium fallen, zu den Aufgaben dieser Institutionen und Behörden. Aber das, wo wir erfolgreich sein werden, und zwar, ich sage das jetzt mal alle anderen Parteien hier im Hause, ist, dass wir für das werben, was für die Zukunft unseres Landes wichtig ist, dabei die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Und die übergroße, riesige Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes hat nichts am Hut mit irgendwelchen extremistischen Positionen.